Guten Morgen. Ja, Guten Morgen mit wir warten Kaffee. noch ein paar Sekündchen, bis unsere Zuschauer eintrudeln. Ja, Geht schon das direkt. machen wir. Herzlich willkommen zum diesen tägigen MTI Know-how-Coffee. Sie wundern sich bestimmt, ich bin nicht Susie Graham, ganz offensichtlich. Leider war die Susie ganz kurzfristig verhindert und ich habe heute die Ehre, für sie einzuspringen und freue mich da auch richtig drauf, denn ich darf heute Sabine Machtwirth bei uns begrüßen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Sabine. Guten Sabine, Morgen mit einer Tasse Kaffee. guten Morgen mit einer Tasse Kaffee. So, Sabine ist Direktor von MTI Shared Services und aber auch ganz langjährig unterwegs in der Beratung, in der Trainertätigkeit und ja, arbeitet ganz intensiv mit Führungskräften und auch mit Teams. Und ich freue mich auf das heutige Thema Konfliktprofil, denn ich konnte mir Genau. da nicht so wirklich was drunter vorstellen. So viele Konfliktprofil. Was ist das? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das wie mein LinkedIn-Profil? Habe ich da so, das ist Verenas Konfliktprofil, so macht sie das mit Bild und so? Oder wie läuft das? Was ist das? Gott sei Dank nicht. Also du wirst, wenn du das Konfliktprofil machen solltest, nicht persönlich vermessen. Das ist ja Nein, gut. nein, nein. Nein, nein. Also, weil es ist ja, Konflikte sind ja nun kein einfaches Thema. Das merken wir immer wieder im Privaten wie in Unternehmen. Und das Konfliktprofil ist im Grunde eine Annäherung, ein Reflexionstool für Teams, die sich ihrer Streitkultur oder Auseinandersetzungskultur widmen wollen. Und das ist natürlich in den Unternehmen ein wichtiges Thema, wie in allen sozialen Systemen, ne, tauchen Meinungsverschiedenheiten auf und die können sich auch verhärten. Das gibt es natürlich im familiären Bereich, gibt es auch in der Firma. Und wenn du möchtest, dann zeige ich dir ein bisschen, wie das Konfliktprofil funktioniert und habe Ja. natürlich auch eine kleine Präsentation vorbereitet Gerne, du kannst und steck einfach mal ein. dein Bildschirm teilen. Ich habe dir die Rechte gegeben. So, ich fange mal mit der Sehnsucht an. Ich hoffe, Verena, du kannst schon was sehen. Ich sehe jetzt deine Präsentation. Ja, wunderbar. Das ist im Grunde das, so wie wir gerne leben und auch zusammenarbeiten möchten. Dafür gibt es natürlich viele, viele Fachbegriffe, die sich auch in der Personalentwicklung wiederfinden. Wir reden von wertschätzender Kommunikation, von Agieren auf Augenhöhe. Und es ist ja im Grunde genommen das Bedürfnis, auf der Arbeit als ja ernsthafter Mensch auf Arbeit wahrgenommen zu werden. Man möchte sich eben nicht verbiegen, man möchte aufrecht sein, man möchte klar sein mit seinen Meinungen und natürlich auch mit Widerständen umgehen, aber bitte flexibel. Und man möchte einfach doch in Akzeptanz mit anderen zusammenleben und zusammenarbeiten. Und jetzt kommt die kleine Challenge. Das ist ja nicht so einfach, ne? Und da werfen wir mal den Blick ganz besonders in die Unternehmenslandschaft. Wir haben es in Unternehmen mit hierarchischen Strukturen zu tun. Wir haben es mit mikropolitischen Systemen zu tun. Und das sind natürlich Strukturen auch, die immer von Verantwortungsteilung, von Macht besetzt sind. So, und was passiert in Unternehmen? Man ist nicht immer ganz, ganz freiwillig zusammen, nicht? Sein Arbeitsteam sucht man sich doch in der Regel sehr selten aus. Und das ist ja schon was Besonderes, wenn Kollegen bei der Einstellung von neuen Kollegen eine Mitsprachemöglichkeit haben. Ja. Das nimmt zu und ist, denke ich, auch eine gute Sache, weil letztendlich geht es darum, dass das Team gut zusammenarbeitet. Nur Ja. in Unternehmen oder auch in Familien, das gilt eigentlich auch im privaten Bereich, man kann es auf alle Bereiche übertragen, finden wir eben Hierarchie, das gehört zu unserem sozialen System, und wir finden eben auch die negativen Seiten. Das heißt, nicht akzeptiert zu sein mit seiner Meinung, mit anderen Meinungen wird sehr, sehr, wie soll man sagen, radikal umgegangen, nicht die Themen von Gewinnen und Verlieren.
Und natürlich auch von Macht und Ausübung von Macht. Und das ist natürlich auch immer für Führungskräfte ein Thema. Wie kann ich auf Augenhöhe führen? Das ist gar nicht so einfach. Nicht so diese Verantwortungsteilung, Hierarchie und die verschiedenen Rollenzuweisungen, die auch historisch und kulturell gewachsen sind, Hintergrund haben, machen dann den Umgang mit Meinungsverschiedenheit, Streit, auch im Unternehmenskontext oft sehr schwierig. Ja, da Ich bin ich ja. erstmal, ja, du hast eine Frage. Ja, Entschuldige, Verena, ich bin schon wieder so im Flow hier. vielleicht greife ich auch schon vor, ich weiß es nicht, aber nun begegnen uns ja Konflikte überall, also im privaten Bereich ja auch. Ist es in den Unternehmen, wenn, also als Mitarbeiter in den Unternehmen, hält man sich da eher zurück bei Konflikten? Ist man im Unternehmensbereich konfliktscheu? Weil im privaten Bereich, da muss man sich dem ja stellen. Ja, ich würde es auch für den privaten Bereich nicht ausschließen. Wir Menschen ticken ja durchaus verschieden. Und ich habe mal so ein paar Studienergebnisse mir kurz angeschaut, nicht? Und was so interessant ist, und das geht auch vielleicht so ein bisschen in die Tendenz von Verhalten mit Konflikten umzugehen. Im Grunde sagt die überwiegende Mehrheit, also 5 von 6 Befragten, dass es besser ist, sich auseinanderzusetzen und auch zu streiten, als Konflikte totzuschweigen oder unter den Teppich kehren. Das ist ja, ne, auch so ein geflügeltes Wort, ne? Schon mal gut. Ja. Jetzt kommt die andere Seite. Allerdings über die Hälfte versucht eher, dieser Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Und sogar ein gutes Drittel oder mehr als ein Drittel findet, dass auch Streit und Auseinandersetzung eine ganz gute Gelegenheit ist, mal die Aggression rauszulassen. Also Aggressionsstau, dann kommt das raus. Das ermuntert jetzt nicht gerade, mit Konflikten umzugehen. Ne? Und Aber es gibt dann Gründe, dass es jedem Zweiten auch ein bisschen graut, dann in die Auseinandersetzung zu gehen. Ich glaube, das gilt auch im Privaten und vielleicht ein bisschen stärker im Unternehmenskontext. steht ja schon so ein bisschen im Gegensatz, ne? Wenn wirklich die Mehrheit sagt, Konflikte oder Streit ist besser als alles totzuschweigen, Ja, und aber ja. gleichzeitig versucht man es zu vermeiden oder man hat Panik vor Konflikten und möchte da eigentlich gar nicht irgendwie daran beteiligt sein. Das ist ja schon so ein bisschen so ein Gegensatz. Genau, Was meinst du, ne? woran liegt das? Das liegt bestimmt daran, also da muss ich jetzt auch ein bisschen interpretieren und vermuten, dass wir natürlich von unserer humanistischen Grundhaltung her und auch die Historie, aus der unsere Gesellschaft kommt, eine sehr anspruchsvolle Gesellschaft sind. Demokratie, Gleichheit, Gleichwertigkeit, das verbinden wir mit ganz hohen Begriffen, auch aufgrund unserer Vergangenheit. Und da gehört natürlich auch zu, Dinge nicht eskalieren zu lassen. Also die Haltung ist da, der Wunsch ist da, ist ja auch das Bedürfnis, ich möchte gerne in Frieden und in Wertschätzung mit anderen gemeinsam etwas bewirken. Ja, nur wenn es dann eben in der Meinungsverschiedenheit ist und es nicht immer elegant ausgetragen werden kann, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, diese Probleme kennt jeder im Unternehmen. Sage ich was oder sage ich nichts? Ne, denn es gibt ja so viele Strategien, dann auch, wie man es wieder zurückbekommen kann, so von hinten durch die Brust ins Knie. Und das führt dann dazu, es lange, lange auszuhalten. Vielleicht manchmal so lange, bis es tatsächlich überkocht. Und das bringt natürlich dann auch die Teams, ja, wie soll man sagen, nicht nur eine schlechte Atmosphäre, sondern natürlich auch, da gibt es dann handfeste Zahlen zu, was eine mangelnde Konfliktkultur im Unternehmen bewirken kann. Hoppsala, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Nicht? Und hier auch wieder so ein paar, ja, wie soll man sagen, Messungen in Anführungsstrichen. Nicht? Und wenn man dann sieht, ungefähr 15% der täglichen Arbeitszeit werden durch Streit, Konflikte, vielleicht unterschwellige Dinge gebunden, die nicht ausgetragen werden, dann ist das schon eine Hausnummer. Ne? AOK sagt 40 Milliarden Euro an Kosten jährlich für gesundheitliche Folgen. Nicht? Und KPMG
schätzt, dass so bei Betrieben bis 100 Mitarbeitern diese Konfliktkosten, mangelnde Performance, Krankheit und was da alles dann entsteht, bis zu 500.000 Euro betragen können. Also Das macht es natürlich. das zeigt ja schon, dass das also auch richtige Konsequenzen für Unternehmen hat, wenn die Konfliktkultur einfach nicht gut ist, ne? Ja. Wenn das nicht irgendwie geordnet ist. Ja. Das ist also schon wichtig, dass so ein Unternehmen einfach ja, Nicht drüber seine hinweggeht, ne? genau nicht drüber hinweggeht. Wie kann das Konfliktprofil die Unternehmen denn da unterstützen? Was macht das Konfliktprofil? Ja. Da sind wir jetzt so beim eigentlichen Thema, ne? Wir haben geschaut, es ist ganz schwierig. Ja, Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheit bis hin zu Konflikten zu thematisieren. Das fällt uns nicht leicht. Wir möchten es aber so gerne. Und da hilft dann eben das Konfliktprofil. Das ist ein Teamprofil. Ein Profil ist fast zu viel gesagt. Das ist das Meinungsbild eines Teams, was entsteht. Man hat einen kleinen Fragebogen und der rastert so verschiedene Themenfelder ab, wie zum Beispiel, ist bei uns eine direkte offene Ansprache von Meinungsverschiedenheiten möglich? Pflegen wir eine Gerüchteküche oder na, versuchen wir das ganz, ganz klein zu halten, weil das nicht weiterführt? Schauen wir gemeinsam nach, wenn wir Auseinandersetzungen hatten, hat die Lösung geholfen? Na, also so ein bisschen so ein eigenes Controlling sozusagen der Konfliktkultur. Binden wir auch die Betroffenen ein, die Beteiligten, oder beginnt so ein Fraktionieren, Reden, nicht, sich Verstärkung holen und nicht direkt mit den vielleicht Menschen zu reden und Kollegen zu reden, wo man ein Problem empfindet oder Probleme für sich selber wahrnimmt. Und natürlich ganz wichtig, um das ansprechen zu können, Fähigkeit zur Selbstkritik. Gerade so, ich sag mal so, das Phänomen von Meinungsmachern im Team. Oder es gibt ja auch die unschönen Fälle von Lieblingen, die immer recht haben. Und da ist natürlich ganz enorm wichtig, auch eine Selbstreflexion zu haben, wie sie zu überlegen, wie sehen mich die anderen und warum sehen sie mich so? Wie ausgeprägt ist die Lösungsorientierung? Können wir überhaupt Gefühle zulassen im Team? Hat das Akzeptanz? Oder sind wir ganz in Fassade unterwegs? Ist unser Umgang wertschätzend? Versuchen wir ein Win-Win-Prinzip zu erreichen? Und sind uns Regeln auch wichtig, wie wir mit solchen Situationen umgehen? Da versucht das Konfliktprofil Hinweise zu geben. Und du sagtest, dass also jeder Mitarbeiter so einen Bogen, so einen Fragebogen ausfüllt. Ja, also das ist, Anonym oder ah mit ja, Namen? anonym, Anonym. Das ist anonym, ab, anonym. ja, das ist ja schon gut. Dann hat das, also dann ist das so ein bisschen so ein sicheres Feld, ne, sodass Ja. jeder Mitarbeiter also seine Wahrnehmung und seine Meinung dort kundtun kann, ohne es Ja. Gegenwind zu rechnen. Ne? Genau. Nicht? Und das ist das, was dieser kleine Fragebogen, ich habe ja mal so einen Ausschnitt kurz aufgeführt, was dieser Fragebogen oder dieser Reflexionsbogen erreichen kann. Es werden, ich mache das ganz kurz sozusagen als Teilnehmer, ich darf nur stimmt, stimmt nicht sagen, da gibt es keine langen Kommentare. Und in diesem in der Auswertung entsteht dann das Meinungsbild, die Sichtweise des Teams. Und das Wertvolle ist, es ist anonym. Es gibt ein Teambild. Wie sehen wir das als Team? Und dadurch wird das Thematisieren weggenommen von einer einzelnen Person. Ja, okay. Das heißt, ich zeige gleich mal so ein Profil, weil ich glaube, das ist ja das Spannende und unsere 20 Minuten sind ja endlich, ne? Ich nenne noch einen 6 Minuten Schluck Kaffee haben zwischendurch. wir noch. Genau. Also das ist dann praktisch die Auswertung. Das heißt, Genau. jeder einzelne Bogen wird ausgewertet und wird dann akkumuliert in so ein Gruppenprofil. Ja, richtig. Und Das ist jetzt ein Teammeinungsbild und es scheint ein Team zu sein, das wirklich Probleme hat ja, das sieht nicht und so gut beigehen aus, möchte. Sabine. Also wenn ich mir das jetzt so angucke, das sieht nicht so gut aus. Die Zahlen sind irgendwie alle relativ niedrig.
Ja, Ja. das passiert oft. Es sind ja schwierige Situationen, nicht? Und wir haben dann auch das Thema der Katastrophisierung, zu der Menschen durchaus neigen können. Und insofern ist es natürlich nicht so einfach, ganz tolle Werte von 10 Punkten zu erreichen. Also Das das ist überhaupt. sehr, sehr, sehr selten. Es bewegt sich in der Regel so irgendwie um die 5 herum, so im Durchschnitt in der Sichtweise. Nun kann man sagen, na, hier ist es ja fast alles unter 5 im Durchschnitt, so vom Team so zusammengetragen. Da muss aber ordentlich was los sein. Vielleicht ist ordentlich was los. Vielleicht ist es einfach nur, dass das Team das Ganze eben nicht super, super positiv gerade sehen kann. Was das Wichtige ist, und das ist gar nicht, wie nah ist es jetzt an der 10, was das Wichtige ist, es gibt dem Team Hinweise, was sind Felder, an denen wir arbeiten sollten. Und Verena, wenn du jetzt drauf schaust, was würdest du sagen, ist ein Feld, wo das Team sagen könnte, also es ist ein fiktives Ergebnis natürlich, aber wo ein fiktives Team sagen könnte, also ich glaube, das ist ganz wichtig, daran sollten wir arbeiten. Also als erstes fällt mir natürlich der Punkt 4 auf, alle Betroffenen einbeziehen. Mit Genau. 1,7 ist das ja der niedrigste Wert. Genau. Was bedeutet das? Also was bedeutet dieser Punkt? Wo siehst du da oder interpretierst du die Probleme da? Ja, weil das ist ganz wichtig. Ich kann nur interpretieren, nicht? Hier ist nichts vermessen, nicht? Und diesen Gedanken kann ich jetzt dem Team in einer gemeinsamen Aufarbeitung zum Beispiel anbieten. Und sie können das dann in Kleingruppen miteinander intensiver bearbeiten. Und das würde ich genauso tun. Ich würde sagen, würde diesen Punkt als erstes anbieten und dann mit dem Team abstimmen, ob das ein wichtiger Punkt ist, welche Phänomene treten vielleicht auf und gibt es Möglichkeiten, dem zu begegnen, durch Rituale, durch Spielregeln, durch Verabredungen. So, und natürlich geht jetzt auch mein Kopfkino los. Das ist dann als Moderator immer ganz gefährlich, da zu viel zu interpretieren. Eine Möglichkeit hier könnte zum Beispiel sein, das könnte man auch vielleicht sehen anhand des Themas keine Gerüchte, das ja auch ein recht niedriger Wert ist, dass vielleicht das Thema, wir suchen Koalitionspartner und stärken unsere Position und reden und versuchen es nicht mit dem anderen oder mit dem Teil des Teams zu lösen, wo ein Problem ist. Wir weichen aus sozusagen in eine Koalition und stärken uns selber. Das könnte so sein. Wichtig ist, dass ich das nicht selber hineininterpretiere, sondern das Team soll seine Sichtweise finden und wird sie auch finden. Okay, das Also heißt, es wird ganz angeregt dann auch darüber diskutiert. ja, das heißt, du nimmst dann dieses Gruppenprofil und gehst dann damit ins Team und interpretierst aber nicht alleine, sondern die Nein, nein. Ergebnisse werden mit dem Team geteilt und dann wird gemeinsam ja, interpretiert, gebrainstormt, wie kommen diese Werte zustande, woran kann es liegen und was kann man machen. Ja. Das ist schon sehr, sehr cool, weil ich finde, Konflikte ist immer so sehr personenbezogen. Das ist sehr persönlich mit ganz viel Emotionen und Ja. dieses Profil hebt das irgendwie so auf so eine obere Ebene. Und ja, wie soll ich das sagen? Das vereinfacht das so ein bisschen, ne? Das macht es so ein bisschen, dass man ein bisschen mit Abstand daran arbeiten kann. Das ermöglicht es, genau. Und Ja. Verfahren zu entwickeln auch, die im Team committed sind. Und unsere 20 Minuten sind ja leider gleich vorbei. Und ich könnte jetzt endlos noch darüber erzählen und natürlich Super auch, was interessant. man in Praxis erlebt. Ein Profil hat auch immer Stärken. Und dieses Team in dem Punkt 7 mit Gefühle zulassen, scheint eine Akzeptanz zu haben, das scheint also Teamkultur zu sein.
auf jeden Fall stärker ausgeprägt als andere Dinge, dass man seine Gefühle äußern darf und darüber sprechen darf. Und das Ja. ist auch ein wichtiger Punkt, Stärken noch mehr zu stärken. Das ist eine wunderbare Qualität. Und die kann man natürlich auch nutzen, um diese Konflikt- oder Streitkultur, Auseinandersetzungskultur in einer Gruppe positiv nach vorne zu bringen. Also auch Ja, dieser und Punkt wertschätzender Umgang, der ist ja auch schon so ein bisschen höher. genau. Das also würde jetzt für mich irgendwie auch zeigen, dass dann diese Konfliktmoderation beziehungsweise dieser Prozess der Konfliktkulturentwicklung auch schon erfolgreich wäre mit dem Team. Ne? Wenn also grundsätzlich so ein wertschätzender Umgang herrscht, dann kann man die anderen Probleme mit Sicherheit gut angehen. Wahrscheinlich mit Luft nach oben, ne? Genau, Ja, immer, ne? auch Es das gibt Thema immer Luft Regeln, nach oben. ne? Da können wir sehr gut ansetzen und mit dem Team gemeinsam überlegen, das ist etwas, das können wir gut, das ist hoch akzeptiert. Ne, wie können wir das nach vorne bringen? Wie können wir das auch vielleicht für unsere schwierigen Themen nutzen? So, und wenn jetzt dieses kleine Tool, Reflexionstool interessant ist, dann bitte gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Es Genau. ist ein Online-Fragebogen und ganz leicht zu handeln. Wir sind leider schon am Ende. Ich bin tatsächlich ein bisschen traurig, weil es ein super spannendes Thema ist und auch also echt ein cooles Tool für Unternehmen, die gerade mit Konflikten zu kämpfen haben. Es ist ja auch sehr aktuell, ne? Die Ja, aktuelle ja, Situation. Es gibt so viele ja. neue Situationen und im Unternehmen und das kreiert natürlich ganz neue Konflikte. Wenn Sie also so ein Konfliktprofil mal ausprobieren wollen, dann können Sie gerne in unseren Online-Shop gucken. Den Link finden Sie später unter unserem YouTube-Video. Und bei ganz starkem Interesse können Sie uns auch gerne persönlich kontaktieren über info@nbteam.com. Und dann setzen wir uns gemeinsam mal zusammen und gucken, wie das Konfliktprofil vielleicht auch Ihrem Unternehmen helfen kann. Ich muss mich jetzt leider schon bedanken, Sabine. Herzlichen Dank, dass du Gerne. da warst. Vielen Dank an alle Zuschauer. Wir freuen uns. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Start in den Donnerstag und auch schon mal ins Wochenende fast. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann hoffentlich wieder mit Susie Graham hier. Ja. Dann Grüße an die Susi und vielen Dank, Verena. Auf Wiedersehen, Sabine. Tschüss. Tschüss.